Willkommen zurück zu Let's Play Monster Boy and the Cursed Kingdom. Und glücklicherweise konnten wir hier abspeichern und wir können hier ganz viel shoppen, aber das bringt uns jetzt erstmal nichts. Wir fallen hier. Wow! Okay, das bringt herzlich wenig. The fuck? What have I do? What should I do? Okay, einfach ins Gesicht klatschen, das passt. What the fuck is das? Ey. Okay. Da mal schnell hoch, bevor uns wieder ausspuckt. Okay, anscheinend ist das Trick ausweichen. Nee. Okay, das hat funktioniert. Okay, dieses Pattern ist mir irgendwie gänzlich unsympathisch. Wow, vor allem, das Ding geht ja ab wie Schmidts Katze. Aber okay, jetzt haben wir zumindest ein bisschen Anhaltspunkte. Okay, lustiger Frosch. Nom. Okay. Hier müssen wir jetzt ganz schnell auf die Schlange wechseln. Ich stelle mir jetzt die Frage, ob die Schläge nicht vielleicht sogar ein bisschen besser sind an der Stelle. Okay, das war ziemlich schnell. Okay, ich muss mal ein bisschen gucken, was er jetzt macht. Okay, er macht wieder. Und gleich macht er wieder seine Drehbums. Fuck that Attacke. Moment. Gegen diese kleinen Viecher habe ich zumindest ein bisschen was. Oh, fuck. Das ist dreckig. Vor allem dann noch auszuweichen. Einmal kurz anhitten lassen, damit man sowas gut unverwundbar ist. Und wieder zurück in den Magen. Okay. Das muss jetzt sogar noch ein bisschen flotter gehen. Scheinbar. Okay. Gut, er hat mich jetzt ausgekotzt. Und da kommt die Rache. Fürs Blödsein. Da. Hat er jetzt davon. Hässlicher Frosch. Richtig hässlich. Und jetzt? Nice. Eine neue Fähigkeit. Okay. So, ein Frosch. Vielleicht küsst dich ja bald eine Prinzessin. Das hast du dir doch immer gewünscht. Aber wie willst du hier rauskommen? Du bist zu schwer, ich kann dich nicht tragen. Moment, ich habe eine Idee. Aha. Nom. Lustig. Wow, diese Zunge solltest du wirklich so oft wie möglich einsetzen. Jetzt wäre zum Beispiel eine gute Gelegenheit dafür.
versucht den Hebel über das über der Tür zu erreichen. Ich würde es selbst tun, aber ich will deine neue Fähigkeit unbedingt in Aktion erleben. So, super, ich kann mich jetzt in einen Frosch verwandeln. Aber, wait a moment. Wir hatten hier irgendwo eine Stelle. Okay, nach oben ist jetzt klar. Aber ich habe jetzt ein Schwert. Ich habe endlich wieder ein Schwert. Aber ich kann nicht diese coolen... Ich kann das Gegner aufessen oder sowas. Irgendwas war doch hier. Nee, das bringt immer noch nichts. Ah. Ich habe jetzt auch hier so ein Quick Menu. Schade. Das sollten wir uns merken, dass wir hier so einen Move haben. Ja, hab's verstanden. Nom. Nom. So, und der Schalter ist betätigt. Aha, die Tür ist offen. Das ist so cool, Jin. Da wird man ja neidisch. Viel Glück weiterhin. Finde ich aber auch. Aber gut, dass wir jetzt hier nochmal die Möglichkeit haben, ein bisschen zu shoppen. So, jetzt frage ich mich. Dafür kann ich mit ihm keine Magie einsetzen. Was ein Zufall. So. Wie viel haben wir denn? Oh, also viel ist es nicht. Egal, dafür kommen wir jetzt hier durch. Noch wissen, wie ich an den Dingern durchkomme. Njom. Moment, war hier nicht gerade irgendwas? Nee. Das sah nur so aus. Fuck. Okay, keine gute Idee. Aber lustig war es trotzdem. Njom. Tschüss, runter mit dir. Kein Bedarf auf hässliche Tierwesen. Da wollte ich jetzt nicht hin, aber gut. So. Hopp, hopp, hopp. Aha. Das geht ja voll... Fuck that. Bin ich zu dem Ziel gelandet? Nom. Oh, genau, das ist klar, was wir jetzt hier machen müssen. Einmal wieder auf Schlange wechseln. Und ab. Jeder! Was ist denn das hier eigentlich? Was steht hier? Ich will jetzt wissen. Ausgang. Ganz toll, freut mich. Irgendwie ist das nicht der Ausgang. Nein. Okay. Moment. Ich muss mich jetzt hier erstmal dran gewöhnen. So. Mist. Aha. Und wieder zur Schlange wechseln. Ich muss mich jetzt hier dran gewöhnen, dass wir hier ebenfalls diese komischen Moves bekommen. Aha. Aber das ist cool. Jetzt können wir uns zumindest hier einigermaßen gut verteidigen. Bounce. Denn die Frösche machen hier so coolen Stuff. Was haben wir denn hier? Ah, endlich! Wir bekommen die Fähigkeit. Was auch immer, das ist Feuerboots oder irgendwie so ein Kram. Die heißen Sohlen dieser Stiefel schmelzen Eisblöcke, wenn man sie geht. Außerdem rutschst du damit nicht mehr über Eisflächen. Dann wisst ihr ja ganz genau, was ich jetzt trage.
Yay! Und durch da. Das kann es natürlich aber auch ganz schön schnell zum Verhängnis werden. So zum Beispiel. Aber hey, Moment mal. Wenn wir jetzt wieder hier sind, dann können wir jetzt auch endlich hier runter. Und dieses Ding öffnen. Yay, noch ein Herzcontainer. Wupp. Geilomatico. Hüpp. Also, trotzdem müssen wir jetzt eigentlich nochmal da hoch. Nicht wegen den heißen Sohlen, sondern weil da noch irgendwas war. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Oh, wie grimmig die Dinger gucken, das ist total süß. Ach, fuck that. Nom. So, genau, hier wäre der Ausgang angeblich. Aber in die Richtung ist noch irgendwas gewesen. Nicht hier lang, sondern hier lang. Und zwar an der Stelle, wo ich gemeint habe, oh, das wird uns voll zum Verhängnis. Sind wir nämlich auch hier lang gewandert. Und da gab es irgendwo eine... Achso, ja, nee. Ist klar. Was haben wir denn hier? So, Waffenladen, Ausgang. Gucken wir doch mal, was der Waffenladen uns liefert. Ah, okay. Das war der Waffenladen. Check, verstanden. So, mit dem können wir jetzt noch ein bisschen... Diese Klinge wurde aus der Asche der Phönix geschmiedet. Feuerempfindliche Gegner. Ja, warum eigentlich auch nicht? Njum. Weil, wenn wir jetzt eh die Möglichkeit haben, mit unserer Waffe rumzuspielen, dann können wir ja das an dieser Stelle hier machen. Aha. So, jetzt möchte ich zu gern wissen, ob es einen Unterschied macht, ob ich den oberen Ausgang nehme oder den unteren. Moment, wie weit ist denn der Waffenladen überhaupt? Ja, schon ein gewaltiger Weg. Aber hey, hier kommt man durch. Weil irgendwie... Das wäre beinahe mega in die Hose gegangen. Njom. Und wieder hier hoch. Ach, Scheibenkleister. So, weil hier gab's... Hier war ja auch die Aussage Ausgang. Stell ich mir die Frage... Welcher ist denn der richtige Ausgang? Oh. Und jetzt fällt mir erst auf, wohin mich dieser Waffenladen hätte geschickt. Okay. Bevor ich hier jetzt runterdüse. Oder runterfalle. Moment. Da oben ist noch irgendwas, was unser Schweinchen aufdecken kann. Okay, Antwort ist nein. Bedeutet so viel wie... Nee. Erstmal als Frosch. Und wie gesagt, irgendwas kann er da oben aufdecken.
So, ich probier's. Also. Hä? Ach, komm. Die Steuerung ist mir noch ein bisschen zu kryptisch. Und irgendwie komme ich auch nicht dahin, wo ich eigentlich gerne hinkommen möchte. So, hier ist auch noch irgendwas. Aha! Ich wusste doch, es gibt hier bestimmt immer so eine Art Grund für den ganzen Kram. Okay, das war nicht der richtige Weg. Aber das macht nichts. So, und hier nochmal ran. Oh Mist. Haha. So. Ah, das war jetzt blöd. Weil so ein Gratis-Trank ist eigentlich immer gar nicht so verkehrt. Was haben wir? Fuck. Hier ist noch eine Tür. So, wie komme ich denn zu dieser Tür? Anscheinend hier entlang. So, das ist jetzt wichtig zu wissen. Die Tür war weiter rechts. Oh, das ist schlecht. So, und nochmal. Hier entlang, da entlang. Ja, sehr gut. Bei der Tür angekommen. Oh, cool. Ein Trüffelino. Und zwar ein Tornado-Trüffelino. So, auf wie viel erhöht es sich denn? 15. Ah, und wir haben ja immer noch ein Secret offen, aber da gehe ich glaube ich jetzt nicht hin, um das rauszusuchen. Ups. So, nee, ganz im Gegenteil. Wir sind jetzt hier ganz gut dabei. Kommen wir hier so durch? Nö. Ah, natürlich. Wir können jetzt aber auch hier einfach Tornado nutzen. Klack. Ah, sag ich doch. So geht das. Und hui, durch da. Wo sind wir denn jetzt? Dorf Lupia nach oben und Todwaldfriedhof. Okay. Boing. Richtig begeistert. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Können wir hier durchgehen? Ah! Sehr schön. Die Tür, durch die wir nicht vorher nicht konnten. Dedede. Ich finde das herrlich. Haben wir eine neue... Nee. Wir haben keine neuen Notenblätter für ihn. Sehr, sehr schade. Aber... Hier gibt es immer noch dieses eine Notenblatt. Und das würde ich ganz gerne eigentlich haben. Dafür muss ich hier... hier. Nee, hier noch nicht. Wir müssen dann noch weiter hoch. So, hier jetzt aber. So.
Aha. Check. Sehr schön. Eine neue. Momentchen mal. Kann es sein, dass ich hier... irgendwie... ah, naja, gut. Oder auch nicht. So, ich nähere mich langsam mal wieder der Menschengestalt. Das freut mich auch. So. Perfekt, du hast die Kugel. Aber selbstverständlich. Glücklicherweise bin ich da unten nicht erfroren. Ich wette, dass du mit deiner mächtigen Zunge Orte erreichen kannst, die du normalerweise nicht erreichen würdest. Wo ist die Kugel? Hoffentlich an einem wärmeren Ort. Die nächste ist in den verlorenen Tempeln nordwestlich des Dorfes. Du erreichst sie, indem du die Felder im Westen überquerst, bis du an einen giftigen Teich kommst. Dort kletterst du hoch. Solltest du im Wald landen, hast du den falschen Weg gewählt. Okay. Alles klar. Schaut mal, hier. Also, ich finde es ja schon ziemlich geil, dass diese Karte gar nicht mal so klein ist, tatsächlich. Das ist schon ziemlich cool. So, dann wollen wir doch mal... also, theoretisch können wir uns da einfach hin teleportieren. Und ich glaube, das machen wir auch einfach. Wir nehmen unseren Teleportstein. Schling. Und teleportieren uns hier rüber. Und hier rüber teleportiert sind wir natürlich ein kleines Stückchen zu weit. Das ist uns schon klar. So, das macht aber nichts. Denn wenn wir hier erstmal unten sind, gehen wir nämlich einfach gleich nach Osten raus. So, hier müsste das sein. So. Ach, ehrlich. So. Jetzt aber. Ist das hier? Nicht. Hier ist es nicht. Hier ist das. Hier muss das sein, glaube ich. Oder auch nicht. Wir werden es gleich erleben. Das geht doch hier auch schon mal ein bisschen besser. Hey. Hier geht's. Oh. Ganz vergessen, das Ding kommt ja wieder runter. Hey. Blöde Idee von mir. Ich glaube fast, dass wir hier hoch können. Sag ich doch. Und hier haben wir noch einen Herzcontainer. Geilomatico. Das heißt aber, dass wir hier falsch waren. Und dass wir wahrscheinlich da hinten hätten hingehen müssen. Okay, das macht aber nichts. Denn so weit ist ja der Weg zum Glück nicht. Und so, mich wirst du hier nicht einfach so angreifen, du hässliches Schlangenvieh. So, gut, dann sind wir hier durch. Erstmal, vorerst sind wir hier durch. Dann gehen wir hier zurück. Und freuen uns über einen neuen Tornado.
So, ab durchs Portal ins Dorf. Und dann müssen wir halt eben wirklich den Weg laufen. So scheint es mir. Boing, boing, boing. Vielleicht findet man hier auch noch... Oha! Auch noch irgendwelche Secrets. So, aber ich glaube, das war's hier. Dann wollen wir mal gucken. Idyllische Musik. Vor allem, ich glaube, an der Stelle hätten wir sogar noch. Ha! Was haben wir denn hier? Irgendein Rubin-Ding? Schmiede verwenden Edelsteine, um deine Rüstung zu verbessern. Damit wirst du noch härter und kräftiger. Voll geil. Nein! Dengel, Dengel, Dengel. Jetzt aber. Nebenbei. Genau. Mit dem Schild können wir ja glücklicherweise Flammen zurückwerfen. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Okay. Whip. Kleinen Moment. Ah ne, hier waren wir tatsächlich schon. Schade. Hätte ja klappen können. Ring. Trotzdem ist das irgendwie so ein Reflex-Ding. Obwohl ich weiß, dass hier... Dass ich hier... ganzen Spaß zurückwerfen kann. Nein! Dammit! Ich bin da schon mal drauf reingefallen. Jetzt müssen wir ein bisschen doller aufpassen, weil jetzt sind nämlich die... Jetzt sind nämlich ein paar Tasten vertauscht. Und zwar links ist jetzt rechts und rechts ist jetzt links. Richtig dreckiges Ding. Wow. Glück gehabt. Hier ist irgendwas zum Trüffelschwein suchen. Oh, da guckt mal einer schau. Ah, blöd. Dass ich da jetzt so nicht drankomme. Ohne... Ah, klar. Ohne Schlange. Aha, gehört dem Musiker namens Olli. Komm mir nicht so, Junge. Schnell durch, schnell. Nein. Ich bin immer noch verwirrt. Aber ist klar, dass wir hier nicht weiterkamen. Weil... Ups. Hä, ich dachte mit Y, warum mit B auch? Okay, verlorener Tempel. Yay! Moment, irgendwas blubbert doch hier. Oh, alles klar. Ein giftiger, giftiger Sumpf. Hier gibt es mehrere Wege. Scheinbar. Momentchen. Was ist hier? Hier muss doch irgendwas sein. Pointless Moment? Das glaube ich irgendwie nicht. Das will ich irgendwie nicht so ganz wahrhaben an dieser Stelle. Aber okay.
Meinetwegen. Komm mir mal nicht so dumm. Was haben wir denn hier? Wusstest du, dass die Position deines Schildes beim Klettern ändern kann? Drücke einfach links oder rechts, um dich zu schützen. Jawohl. Sehr gut. The fuck? Nichts, was hier... Meine Güte. Froschgestalt mit Frosch im Hals. Müssen wir ein bisschen schneller unterwegs sein. Denn diese Windblümchen machen nämlich nur Ärger hier. What? Wie frech. Ey, das ist auch so herrlich, weil ich mich an dieser Stelle absolut auf den Sound verlasse und der Sound sagt mir, dass der aufhört mit seinen komischen Puste. Und dann pustet er einfach noch 2-3 Sekunden weiter. Aber hey, endlich im Tempel angekommen. Das ist cool. So, aber wie dem auch sei, hier jetzt erstmal wieder einen kleinen Cut. Bis zur nächsten Folge von Let's Play. Das hier halt.